Ja, Rafael Nuzzolo, merci vielmals, hast dir schnell Zeit genommen für das kleine Interview. Wie geht es dir so? Ja, sehr gut. Ich glaube, ich spiele wieder in Neuburg, wo eigentlich mein Stammverein ist. Und ich komme immer wieder gerne da im Stadion, meine Kollegen zu sehen. Das ist immer schön, weil ja, ich habe mit den meisten von der Mannschaft gespielt. Und ich komme immer gerne in Bern schnell essen und schnell reden über wie sie spielen, Probleme in der Mannschaft oder nicht. Mitleid gegen Winterthur, weil ich meine, dieses Jahr sicher bis im Final mindestens schaffen, und das ist, ich musste mehrmals kommen, um meine Kollegen zu unterstützen. Ein bisschen aufbauen, ein bisschen trösten. Der Match dann, Vinti, hast du im Stadion geschaut oder vor dem Fernsehen? Ja, nein, ich hatte Training und ich im Fernsehen, also zuerst auf Livescore, habe ich gesehen 2-0, okay, ich schaue das Spiel nicht mehr, aber dann habe ich 2-2, ist ziemlich schnell gegangen, und dann habe ich das Ende des Spiels alles geschaut, und ja, es ist schade, weil wenn du, ich bin auch mehrmals mit IB ausgeschieden gegen kleinere Vereine, aber nie im Stade Suisse, wo eigentlich da bin ich immer stark, und darum es ist überraschend gewesen. Aber ich glaube, dass nächstes Jahr sie werden wie immer wieder angreifen und wieder lernen, weil es ist auch nach Niederlage, wo du am meisten lernst. Allgemein so IB-Spiel, wie verfolgst du es? Du hast jetzt gesagt, Vinti, hast dann wegen einem Training zu Hause geschaut. Bist du etwa noch im Stadion? Sieht man dich? Ja, ich komme immer, wenn ich kann. Mein Sohn ist immer noch IB-Fan. Er schreit immer noch auf IB zu Hause. Er hat noch nie begriffen. Aber nein, ich komme immer, wenn ich kann. Manchmal spielen wir gleichen Tag, dann kann ich nicht. Habe ich vielleicht auch mal Training, wenn sie spielen. Aber jedes Mal, wo ich frei habe, komme ich da. Und habe ich immer gerne ein bisschen mit Ali auch im Stadion mit Wushu, wo ich gespielt habe, mit anderen Leuten, die waren im Büro bei IB. Ich wirklich sehr gerne immer die Leute und wieder ein bisschen Deutsch reden. Ich muss wieder ein bisschen reden, weil meine Deutsch geht immer noch schlimmer. Also ich muss nicht pro Monat da in Bern kommen. Kommen wir noch für den Schluss kurz auf deine aktuelle Situation bei Xamax zu sprechen. Es läuft noch hervorragend. Neuchâtel Xamax auf dem zweiten Platz gesichert. Und es läuft vor allem auch dir persönlich sehr, sehr gut. Du hast mit 11 Goals, 10 Assists, bist Topscorer vom Team, aber auch bei der Liga ganz, ganz weit vorne, hinter dem Samé von Servette. Also, es ist eine formidable Saison, die ihr spielt, oder? Ja, wir spielen gut, mit gutem Fußball. Wir sind alle Kollegen von Neuburg. Wir sind auch, habe ich gestern gesehen im Zeitung, die Mannschaft, die mehrere Schweizer spielen, 80% von der Mannschaft. Wir haben viele Junge, die Talent haben, die sind in der Facchinetti Foundation, die kommen auf in die erste Mannschaft. Und, bei uns, ältere Spieler, das ist unser Job, die Jungs zu helfen und natürlich auch Erfolg zu haben. Es ist klar, Xamax ist ein Traditionsverein in der Schweiz. Wir wollen irgendwann wieder aufsteigen, ob ich nächstes Jahr, in 2, 3 Jahren oder vielleicht mehr. Jedes Jahr, es gibt eine Mannschaft, die Probleme mit Geld hat. Und mit Neuburg, was ist alles passiert vorher? Wir wollen klar aufsteigen, aber langsam. Und persönlich, es ist klar, 11 Tore ist auch am meisten. Es ist klar, Challenge League, aber habe ich nie so viele Tore können erzielen. Und das freut mich, weil es ist immer schwierig für Spieler, die von Super League in Challenge League kommen. Du meinst, es ist vielleicht einfach, weil ja, es ist klar, die Spieler sind klar, ein bisschen schwächer als in der Superliga, aber wenn du nicht bereit bist, in Challenge League zu spielen, vor weniger Fans, in Le Mans, vor 100 Fans spielen, das ist
Ja, du musst dich vorbereiten und ich bin jetzt, ja, wir sind zufrieden mit unserer Saison. Vielleicht nächste Saison ist nicht mehr FC Zürich da, wenn sie aufsteigen. Und, aber wir werden ja auch diese Saison noch ein bisschen kommen und wir spielen noch gegen Zürich und vielleicht bis am Ende spannend machen. Also, wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg und würden uns freuen, als IB-Fans mal wieder an neuen Vorgesehen zu kommen und sagen viel Erfolg und Glück und gute Saison. Merci vielmals. Merci.